Alle vier. Wie seid ihr mit dem Song so klar gekommen? Am Anfang schwer, aber ich finde den mega cool inzwischen. Hab mich voll in das Lied verliebt, also inzwischen. Da war so ein Lebensgefühl drin. Das hoffe ich, dass ihr das auch so hinkriegt. Francesco, du siehst so verzweifelt aus, alles okay? Ja, nee, ich bin gerade nur konzentriert. Okay, richtig, alles gut. Weil alles ich kannte gut. Den Song gar nicht, ja. Zum Beispiel. Das ist eigentlich so gar nicht die Richtung, die ich singe. Aber trotzdem, geil, wir machen's. Okay, Hammer. Alles klar, ich freue mich drauf. Also wichtig bei dem Song für mich jetzt ist Lebensfreude, ja? Der Spaß an der Musik. Und wenn ich den Jimmy Somerville damals da gesehen habe, der ist auf der Bühne da, das war irgendwie geil, da mit seinem komischen Tanzschritt da und so. Das war eine tolle Zeit. Okay, alles klar. Erstmal Nummer eins war ich sehr enttäuscht. Du stehst heute wie so ein Klempner da. Du sieht aus, als wenn ihr jetzt irgendwie ein paar Rohre verlegen geht. Ja? Also mit Showgeschäft hat das gar nichts. Also ich dachte eigentlich, ey, die Nummer passt genau zu euch, weil ihr könnt da so dancen wie was. Ihr könnt so ein bisschen 80er Jahre ein bisschen zeigen und so. Ja, ich habe mich zwischenzeitlich echt mal verarscht gefühlt von euch, sag ich ganz ehrlich. Das war ein Durcheinander dahergewürfelt. Der singt der, what? Das geht nicht. Ey, ihr seid hier unter den letzten 25. Da könnt 26. Ihr, 26, Entschuldigung, da könnt ihr euch nicht hier hinstellen und so performen. Weder war da viel Lebensfreude, noch war da irgendein Gefühl da. So kann ich mir die Reise mit keinem von euch weit vorstellen, sage ich ganz ehrlich. Ja, also, was soll man da sagen? Ihr habt da einiges durcheinander geworfen. Bei dir, Matthew, war das mit am schlimmsten, du hast dich auch im Text vergriffen und sowas. Das war jetzt heute, finde ich, deine schwächste Performance. Dankeschön. Der Costa, du hast dich eigentlich ganz gut geschlagen, muss ich sagen. Ein bisschen was dazu erfunden, aber ganz gut verkauft. Ich fand vom Gesang her genau das Gegenteil von Zava. Ich fand, Marcio, ich finde, dass du das gut gesungen hast. Wenigstens einer, der es so einigermaßen rübergekriegt hat. Bei Francesco fand ich ihn. So singt im Bon Jovi eben so eine Nummer, ja? Also du hast gut gesungen, aber natürlich null Gefühl. Ja, also Francesco, gesanglich hat es mir gefallen, aber so performancemäßig musste noch ein bisschen searchen. Es kam einfach gar nichts, wirklich nichts. Also ich kann überhaupt nichts über deine Performance sprechen, weil die war einfach gar nicht da. Ich erwarte nicht, dass du der größte Tänzer bist, aber irgendein Blick, irgendein Bezug zu uns, zu deine Kollegen, irgendwas musst du anbieten.
für mich rein von Performance hat definitiv nicht gereicht und schon gar nicht jetzt für den Recall. Danke trotzdem. Danke. Dankeschön. Mensch, drei Klempner auf der Reise in Südafrika. Ich dachte ja auch, ihr beiden außen, ihr heiratet irgendwann in einem Finale oder irgend sowas. Kein nix, also große Enttäuschung. Vielen Dank. Ja. We rise and fall and try again. 'Cause I still got my parachute. Ja, irgendwie lief es gerade ein bisschen kacke bei uns. Verunsichert, das Gefühl kam nicht so richtig auf. Also ganz schön enttäuschend. Ich bin absolut enttäuscht, aber vor allem von mir selber, weil ich denke, dass die Gruppe eigentlich verkackt hat wegen mir. Und was meinst du an dir? Das war mega. Ja, ich habe einfach voll den Text verkackt. Ich habe alles verkackt. Dabei hat Francesco viel härtere Kritik abbekommen. Ich habe einfach von Anfang an gewusst, dass es nicht mein Song ist, also absolut nicht. War nicht dein Song, weil du hast eine verdammt geile Stimme. Ja. Und da gibt's nichts zu äußern, nichts. Ich würde sagen, ich sag für mich selber, es wäre ein Wunder, wenn ich heute weinte. Ich will mich nie wieder weinen sehen. Kann Francescos Reise hier schon zu Ende sein? Trotz Xaviers goldener CD? Das wäre eine Riesenüberraschung, aber möglich.